Rudi Resch. Jo Leute, neuer Roofless Vlog. Diesmal haben wir eine frohe Botschaft und zwar haben wir vor kurzem die 10k geknackt. Vielen Dank an euch. Danke für den riesen Support. Wir haben es geschafft. Der erste Meilenstein ist abgehakt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei den 100k. In diesem Sinne dachten wir uns, wir machen heute ein 10k Special. Und wir haben uns da ein paar Challenges ausgedacht, die wir heute hoffentlich alle meistern werden. 10.000! Wie gesagt, wir haben heute ein dickes Ding vor. Und zwar geht es um diese Katze. Von hier darüber ist ein Sprung mit Höhe. Das heißt, hier muss wirklich alles stimmen. Aber wie ihr seht, kann man hier noch keine Katze machen. Und deshalb haben wir etwas Spezielles Maß angefertigt, damit man auch hier schön eine Katze machen kann. In diesem Sinne geht es jetzt rein, einen kleinen Heimwerk-Edit. So muss das gemacht werden, auf gute alte Männerart. Perfekte 5,50 Uhr. Auf den Millimeter genau wird hier gearbeitet, Leute. Ja, durch damit. So Leute, die vorige Arbeit war wieder mal komplett umsonst. Wir waren gerade am Weg zu Spittelau und sind auf diesen kranken Holzvorrat gestoßen. Haben uns jetzt diese zwei Stücke hier zurechtgesägt und gehen jetzt direkt Spittelau, um das Ganze an den Spot anzupassen. Das ist urlaut und das ist, geht nicht einmal einen Millimeter ran. Scheiße. So, wir sind jetzt direkt am Spot und nachdem die alte Platte etwas zu hart war, also die Nägel haben sich einfach verbogen, sind wir jetzt auf diese Platte gestoßen. Perfekt. Und wir werden das Ganze jetzt festnageln. Oh, das geht gut rein. So, der Fredo holt mal das Ding, das haben wir hier extra vor dem Regen geschützt gelagert. Schaut euch das an, das ist das nicht schön? Ding. Hast du's? Ja! Massarbeit auf höchstem Präzisionsniveau. 10.000 Leute, aber nur 1% unserer Klicks sind subscribed. Ihr wisst hoffentlich, was das heißt. Und zwar spätestens jetzt auf den verdammten Button klicken. Jetzt gleich abonnieren. Komm in die Gruppe, sei dabei. Demnächst gibt es von uns auch Finanztipps. Hör auf damit. Boah. Ah, wie das fittet. Wie das perfekt fittet. Perfekt. So sieht das Ding von der anderen Seite aus. Also wir haben schon etliche Male diesen Brezel gemacht, aber die Katze eben noch nicht, weil die bis dato noch nicht möglich war. Aber jetzt mit diesem Brett ist das tatsächlich ein Thing. Also Leute, rein in die Preps. Wir haben den perfekten Prep gefunden und zwar das Ganze ohne einen Gap dazwischen. Der Tommy wird die Katze probieren. Mein Plan ist einfach nur den Brezel zu hitten. Vielleicht im Zeitflip raus. Schauen wir mal. Der Prep ist schon eine eigene Challenge, weil es ein bisschen ekelhaft ist, hier dazwischen zu landen. Leute, ich habe unser Konstrukt jetzt ein paar Mal getestet, es funktioniert einwandfrei. Den eigentlichen Sprung werde ich jetzt drüben machen, weil das ist hier doch was anderes. Da man nicht wirklich an der Kante landen kann und sich leichter die Ferse anhaut, geht es direkt drüber rein in die Combo. Geht. Rudi Resch. Yes. Felix ist auch am Start. Also wenn er das macht. Hut ab, wenn er das schafft. Krank, Leute. Tommy bereitet sich gerade mental vor, ist ziemlich ekelhaft, einfach eine arg mentale Challenge. Oh, ist so deppert. Krank. Boah, das hat heftig ausgeschaut. Yes. Sicher mental sehr anstrengend. Hier sieht er übelst verrückt aus.
Capstone-mäßig aus. Die Kombos sind abgehackt, jeder hat den Sprung geschafft, den er machen wollte. Ich glaube, wir sind alle ziemlich zufrieden mit der Leistung. Ja, schauen wir mal, ob wir in Zukunft hier mehr Sachen sehen werden von diversen Leuten aus diversen Ländern. Wir sind jetzt ein bisschen mental ausgelaugt, also weiter geht's zum nächsten Spot. You get a kick out of everything that grows out of the ground. Anything from grass in the park to Ma's geranium pot on the fire escape. So I got myself a summer job upstate, working on a farm. Ah, I don't know. So, der Fredo schaut sich jetzt einen räudigen Descent an. Der preppt das Ganze jetzt mal. Ja. Yes. Geil, Bro. Geiles Ding, Leute. So, Leute, das war's für heute im Training. Wir haben einige mentale Challenges abhaken können. Wir sind jetzt alle recht müde und erledigt, sind gerade am Heimweg und sehen uns hoffentlich morgen in aller Frische, Leute. Hier sind wir wieder. Wir sind ziemlich erledigt von gestern und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, wir machen diesmal was anderes. Und zwar eine kleine Urban Exploring Tour. Das haben wir so noch nie gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn euch das gefällt, schreibt es bitte in die Kommentare, damit wir wissen, ob wir öfter sowas machen sollen. Und in diesem Sinne, es geht jetzt direkt hier rein in diesen riesigen Tunnel, den Windfluss entlang. Und wir schauen mal, wo wir da rauskommen. Rein in die Höhle, rein da. Wir sind hyped. Wir sind hyped des Todes, Leute. Vielleicht kriechen wir heute noch in so ein Loch wie da drüben. Stirnlampe ist am Start und es sieht schon beängstigend aus. Richtig groß das Ding. Und das Licht werden wir jetzt gleich für eine längere Zeit nicht mehr zu Gesicht bekommen. Es wird immer dünkler und dünkler. Das sind sicher heftige Spinnen hier drinnen. Ich hoffe, dass mich da nichts anspringt. Der Eingang wird immer kleiner. Man sieht ihn aber noch. Oh shit. Leute, wir haben den ersten Eingang gefunden und wir hauen uns da gleich mal rein. Oh, fuck! Gott, warte! Das ist eklig. Oh, okay, das beginnt unschön. Scheiße! Da geht's nochmal weiter. Ah. Gut. So, Leute, da gab's wohl nichts, also wir gehen direkt weiter. Oh, was ist das? Ich dachte kurz, das ist eine Schlange. Ein Kalkband. Ein kleiner Liebesbeweis. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten hier entlang gegangen. Dachten, wir sind schon beim Ausgang, weil uns Licht entgegengekommen ist. Aber anscheinend ist da nur eine Beleuchtung. Oh, das sieht geil aus. Leute, seht ihr das? Das lilane Licht hier. Da drüben ist das eigentliche Licht. Überall diese Kalkablagerungen. Wir lassen das Licht jetzt wieder hinter uns. Okay, Leute, wir haben gerade wieder einen Eingang entdeckt, wo wir uns jetzt beide reinhauen werden. Und das ist ziemlich creepy, weil das Loch einfach ziemlich klein ist. Leucht mal hin. Oh, da geht's jetzt rein. Ich weiß gar nicht, ob wir da zu zweit reinpassen werden. Oh, boah, hier riecht's eklig. Okay, Leute, hier kann man die Scheiße schon riechen. Wir vermuten, dass da oben die Scheiße fließt und wenn ein Hochwasser ist, geht das Ganze über und fließt dann hier in den Windfluss rein. Bro, wenn hier was überschwappt, sind wir voller Scheiße. Boah.
Das stinkt echt ekelhaft. Raus hier, nichts wie raus hier. Ich hab gar keinen Bock dazu. Rein geht's, rein durch das Loch. Das war zart. Wir haben soeben den nächsten Eingang entdeckt. Der ist aber leider verschlossen. Aha. Ah, was ist denn hier? Ein anderes Loch. Überall diese alten Wendeltreppen. Ah, da ist so ein Ausgang. Und es geht wieder zurück. Und das nächste Loch. Boah, Bro, ich kriege einen Atemmuskel. Und schon wieder hier. Licht am Ende des Tunnels. Endlich wieder raus. Wir sind am Ende des Tunnels angekommen. So, hier geht's noch rein. Wir sind direkt über der Straße. A few moments later. Könnte schon geil sein, aber scheiße. Ja, auf den Muskeln noch schnell ran. Ich habe keinen Bock, da gebückt zu gehen. Ich bin echt dizzy irgendwie von der scheiß Luft. Da soll man noch schnell rein. Ah, scheiß da. Ah, Bro. Okay, geht eigentlich. Ja. 5 minutes later. Es ist abartig. Ah. Ah, ist widerlich. Schreibt in die Kommentare, wenn wir mit einem Boot hier lang tuckern sollen. Wenn ich so für 10k ein Scheiße Party nehme. Ja, vielleicht. Komm, Bro, zieh durch. Ah, Bro, ich brauch kurz Pause. 3, 2, 1. Ah, meine Beine. Abschluss, mit der Schacke. Oh, ein Beintraining auch noch absolviert. Los geht's. Bro. Für das Loch hat die Motivation leider nicht mehr gereicht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das trotzdem. Leider war das Lichtequipment nicht so stark. Ich hoffe, man hat trotzdem ein bisschen was gesehen und es hat euch gefallen. Wie immer nicht vergessen, abonnieren, liken, Kommentare lassen, das hilft dem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!